Hallo alle miteinander. Ja, hier im Video seht ihr, ich bin schon in Krefeld, Hauptbahnhof, Südeingang. Ich bin nämlich bis hierhin mit dem Auto gefahren, weil je mehr man umsteigen muss mit der DB, desto problematischer wird das mit den Anschlusszügen. Ja, dann war ich laut der App auf Bahnsteig 4 bzw. 5 sollte der Zug fahren. Super. Aber wie ihr seht, habe ich dann den Zug trotzdem verpasst, weil mir sagte ein Mitreisender, nee, der Zug fährt von Gleis 2 heute. Super. Habt ihr gerade gesehen, habe ich nur noch die Rücklichter gesehen. Und dann musste ich ein bisschen die Zeit totschlagen. Doch, hier ist richtig, danke. Und dann bin ich direkt zum Gleis 2 gegangen und da war ich dann endlich richtig. Hat mir aber eine halbe Stunde Verlust gebracht. Ja, und jetzt bin ich hier in Goch angekommen, weil meine Tour sollte nämlich in Goch beginnen. Genau, und da bin ich jetzt hier endlich angekommen. Und ich freue mich schon auf die Tour. Noch hier ein Schnappschuss. Ihr wisst ja, die Fotos, die ich immer mit dem Handy mache, das sind Fotos für Komoot. Da findet ihr immer die Bilder. Die sind dann auch dort verortet. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Aber für alle Zuschauer, die hier neu auf dem Fahrradkanal sind, wie gesagt, unter dem Video findet ihr den Komoot-Link zum Nachradeln. Ihr könnt das aber auch als Vorlage nehmen und für eure persönlichen Dinge anpassen, wie ihr das möchtet. Auf jeden Fall tue ich den Link immer mit unter dem Video rein. Ja, jetzt bin ich hier schon in Goch angekommen. Denn die Zugfahrt ist jetzt Gott sei Dank nicht allzu lang gewesen. Hier müsste jetzt auch schon die Nias sein. Die teilt sich hier in Goch ein bisschen. Man hat die da ein wenig aufgeteilt. Und ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg durch Goch. Eigentlich wollte ich in Goch mir ein bisschen Verpflegung holen, belegtes Brötchen, bisschen Kuchen und Kaffee für meine Thermoskanne, aber das konnte ich mir jetzt sparen, weil ich die Zeit auf dem Bahnhof genutzt habe, weil ich ja den Zug verpasst habe. Ja, also geht's ab hier, ab der Fußgängerzone weiter und dann Richtung, ja, das ist so Südwesten, südwestlich, versuche ich jetzt hier das Zentrum zu verlassen in südwestlicher Richtung, um dann aus der Stadt rauszukommen Richtung niederländische Grenze. Dazu habe ich mir natürlich wieder ein bisschen abseitige Strecken ausgesucht. Ja, dieses Rumpeln und Pumpeln. Was da vom Mikrofon kommt, sind natürlich immer die Probleme mit den Windgeräuschen. Wenn ich die Hand an dem Steuerknüppelchen tue, um die Kamera, die Linse zu drehen, also wie gerade hier eben vorhin über die Brücke, über die A57, dann verwirbelt das immer extrem und führt dann zu sehr fiesen, ja, eben Mikrofon-Windgeräuschen. Tja, wie jetzt eben hier auch wieder. Ja, jetzt hier voraus ist jetzt auch die deutsch-niederländische Grenze, die ich jetzt hier überquere. Genau hier an dieser Stelle.
da ist natürlich die Straße. Straßenführung nicht so schön. Ja, ihr habt gerade gesehen, auch hier dicke LKWs, die so von links kommen, mag ich ja gar nicht mit aufgepinseltem Radweg. Ja, und hier ist dann in Siebengewalt, so nennt sich das, auf der niederländischen Seite, kurz hinter der Grenze, habe ich mir schon vorher ausbaldowert. Da musste ich natürlich... Ja, Leute, das ist mal ein Softeis für irgendwas um die 2 Euro und... Ja, da musste ich mir natürlich dann mal ein leckeres Softeis gönnen. So ist das eben. Genau, das habe ich jetzt vertilgt. Und weiter geht's. Ja, diese, ja, eine Eisdiele war das jetzt nicht, nennt sich Edwinkel de Friedkrom Siebengewalt. Naja, was auch immer das jetzt bedeutet, Edwinkel, S-Winkel oder S-Ecke. Ja, wahrscheinlich kriegt man da alles von Pommes frites bis Softeis. Aber egal, mir war es wurscht, das Softeis war lecker und von daher... Alles wunderbar. Ja, und ich fahre jetzt hier die Straße Gochsedijk, wie gesagt, Richtung Südwesten, um zu den Maasdünen zu kommen. Ihr seht jetzt links hier auch schon im Bild gleich das Hinweisschild zu dem Naturpark Maasdünen. Scheinbar beginnen die hier. Ihr seht auch der Himmel, wunderbar. Ja, und hier war dann die erste große, größere Pfütze, sage ich mal. die fand ich ganz interessant. Da waren also schwarze Rinder, ob das jetzt, ja, besondere waren, keine Ahnung. Es waren aber auch Gefleckte da. Ja, und natürlich, was ich grandios finde, die Radwege hier in den Niederlanden unübertroffen, wenn es denn geht. Macht man die ja hier wunderschön. Man zieht die sogar ein bisschen weiter weg, sogar von der Straße. Man hört die kaum noch. Also das ist eben Niederlande und Radweg. Ja, mindestens 6 von 5 Sternen. Ja, wenn man mehr vergeben könnte, ich würde es tun. Ja, hier biege ich dann jetzt auch ab. Hier müsste das die Sträßchen jetzt auch Siebengewaltsweg heißen. Da schlage ich mich jetzt nach links in die Maasdünen. Ich weiß nicht, hier steht in Google Maps Eckelzebergen. Auf jeden Fall wollte ich immer parallel zur Maas da in den Maasdünen langradeln, also immer so in etwa 3-4 Kilometer parallel. Er streckt sich ja so von Nimwegen oder von Nijmegen so runter, ja nicht wirklich von Nijmegen, aber zumindest von Gennep aus. Er streckt sich immer so östlich entlang der Maas ein Waldgebiet, mal mehr, mal weniger. Nur Venlo unterbricht das dann wieder. Also wie gesagt, ich bin denn da längs gefahren, beziehungsweise habe mir bei der Routenplanung schon in Komoot ausgesucht, da möglichst immer durch diese parallel im fast gleichen Abstand zur Maas durch diese Waldgebiete da zu fahren, zu radeln. Ihr seht, das ist wunderschön. Allzu viele ausgewiesene Radwege gibt es da jetzt eigentlich auch nicht. Und man kann sie auch eigentlich nicht durchgehend immer durchqueren. Zumindest nach den Komoot ausgewiesenen Radwegen und auch in Google Maps. Ich versuche das immer gegenseitig so ein bisschen abzugleichen. Manchmal finde ich in Google Maps noch ausgewiesene Radwege, die wiederum in Komoot nicht sind.
Allerdings hat Komoot die meisten und besseren Radwegsauskünfte parat, also ausgewiesen auf der Karte. Aber hin und wieder gibt es dann halt doch mal den ein oder anderen Radweg, der denn eben in Komoot nicht ist. Ja, hier bin ich dann auch mal eine Abkürzung gefahren. Sonst hätte ich einen Schlenker radeln müssen. Einfach mal geradeaus. Und ihr seht, wenn das dann eben nicht ein ausgewiesener Radweg ist, dann ist das auch tatsächlich ein bisschen schlechter von der Wegequalität her. Ne, von links wäre ich jetzt eigentlich hier an der Stelle wieder rausgekommen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal fahren und abkürzen. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Traum, durch dieses Gebiet zu radeln. Gut, jetzt sind hier natürlich immer mal so ein paar kleine Senken, wo daneben halt, weil ist ja nicht nur hier in Deutschland so, dass es ständig regnet und dieses Jahr sehr oft und viel und dann stehen hier natürlich auch Pfützen. Aber man muss schon sagen, hier ist doch schon viel wieder abgetrocknet und von daher ist das dann auch schon wieder ganz gut. Also ich hatte eigentlich fast befürchtet, dass es schlimmer ist. Naja, egal. Ja, jetzt bin ich auch an einem kleinen, beziehungsweise das ist hier mit, ihr seht hier noch die Pfützen, da sind die Hinweistafeln, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt auf dem Kontrollmonitor gar nicht sehen, was da drauf steht, aber ich bin dann mal hier den kleinen Hügel hoch und also hier auf meiner Karte, die ich rechts auf dem großen Monitor hier immer zur Kontrolle, Komoot, die Route, die ich gefahren bin, steht Endenmeer. Also ich denke mal, das ist ein Endmeer, so eine Moräne oder so. Schlagt mich tot, wenn ich jetzt was Falsches gesagt haben sollte. Aber es sah super schön aus. Ich finde das auch toll, dass die Niederländer so diese Gebiete hier so als Naturschutzgebiete ausgewiesen haben. Einfach fantastisch. Ja gut, dann ist hier mal eine Straße, die man queren muss. Bin jetzt, wie gesagt, ab dem ersten Waldstück eigentlich immer Richtung Süden unterwegs. Also wie gesagt, parallel der Maas. Aber wie gesagt, eben auch so im Abstand von circa 2-3 Kilometern. Ja, da war gerade eine Pfütze und genau da muss mir natürlich wieder jemand begegnen, sodass ich mitten durchfahren muss. Am Anfang habe ich die Pfützen immer erst langsam genommen, aber hinterher war es mir egal. Dann bin ich da immer volle Pulle durch mit Schwung und habe die Beine von den Pedalen genommen, damit die Hose nicht so dreckig wird. Ja, so ist es halt. Aber ihr seht, das ist wunderschön von den Radwegen. Ich meine, okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es an Wochenenden ist, ob das hier voller ist, aber also wie gesagt, an diesem Tag hier, wo ich jetzt die Tour gemacht habe, ich muss gerade noch mal gucken, es war jetzt der 19.06., genau, wo ich die Tour geradelt bin, also einfach toll. Also landschaftlich toll, wenig Leute unterwegs hier, muss man sagen. Natürlich klingel ich dann auch mal, weil so eine Kurve hier mit Gestrüpp und Gebüsch, das kann man dann auch nicht immer alles überschauen. Aber wie gesagt, einfach traumhaft. Ich habe mal so ein bisschen, also dieses Video ist jetzt auch mal ein bisschen länger als so üblich. Mein Gott, das sind jetzt vielleicht mal 10 Minuten im Schnitt, die ich jetzt hier, weil ich einfach mehr Szenen hier von dieser wirklich wunderschönen, ich meine, okay, sind natürlich auch lange gerade Strecken mal dabei, aber das habe ich jetzt auch mal so drin gelassen, damit ihr mal seht, ne, wie hügelig das auch ist, ne? Trotzdem. Also das sind wohl die Hanglagen, die eben östlich von
von der Mars sich so durch die Erdentwicklungsgeschichte eben halt gebildet haben. Ja, und eigentlich ist es auch recht abwechslungsreich, ne? Also trotzdem, dass jetzt hier so viel geradeaus geht, also fand ich das jetzt schon trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Ja, da war jetzt, glaube ich, auch ein Campingplatz. Ich weiß gar nicht mehr, also irgendwie sehe ich das jetzt gerade hier in Komoot nicht, oder ich kann es jetzt nicht so... Ja, hier steht Boss and Heide, also Boss und Heide. Genau, das ist auch ein Bettzeichen. Ja, und unweit davon ist dann auch hier schon diese Boss Brasserie in der Slois and Besoka Zentrum. Also eine Brasserie, die in der Schleuse hier eingebaut ist. Also die Niederländer haben mehrere, ich nehme mal an, das sind ehemalige Baggerseen. Um Gottes Willen, wie gesagt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, sonst schreibt es bitte in die Kommentare. Und die hat man eben halt dann, nehme ich mal an, oder so würde ich es machen, miteinander stückweise verbunden. Die so von der bis runter zur Mars und mit einer Schleuse hier. Vielleicht ist es aber auch so von der Natur schon gewesen. Auf jeden Fall diese Kanalstückchen hier, was hier zur Linken ist, das ist, hat man natürlich eben dann halt, denke ich mal, künstlich doch angelegt. Weil, ja, das würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt tatsächlich von Natur aus so wäre. Ist auch nur 1 Kilometer lang und verbindet hier diesen Rhein des Loi, also Rhein das Meer auf Deutsch. Und ein bisschen weiter westlich ist dann das Watersportgebiet Het Leukermeer. Ja, also da ist das andere Ende des Kanals und von dem Leukermeer geht es dann in die Maas hinein. Da ist dann auch ein Yachthafen, ein Verkanti und Ressort Leukermeer. Ich nehme mal an, wo dann eben hier auch so Ferienhäuschen, whatever, alles da auch angesiedelt ist. Ja, ich habe da nur mal kurz geschaut, wie das da aussieht, diese Boss Brasserie, also diese Brasserie. Ich bin da, habt ihr ja gesehen, mal kurz runter. Ich fand das Häuschen eigentlich sehr urig da mit der Dachbegrünung. Und ich bin da auch schon wieder weiter auf dem Weg on Tour. Ja, hier zur Linken seht ihr dann mal dieses Rein das Meer. Ich habe da jetzt auch nicht speziell gehalten. Ist immer leider so ein bisschen bei mir immer so ein bisschen auch der Zeitdruck, so am späten Nachmittag unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, es war ja, ach ja, genau, es war ja das Spiel der deutschen Mannschaft. Und und tatsächlich ab 18 Uhr, aber das ist jetzt noch nicht, waren eigentlich auch gefühlt hier, selbst in den Niederlanden, ein bisschen weniger Autos unterwegs, meiner Meinung nach. Vielleicht ist aber auch normal. Aber ihr seht hier, ne, diese Fahrradführungen, auch neben hier größeren Straßen, einfach total genial von der, wie man die Radwege da angelegt hat. Also ich bin immer wieder begeistert. Das ist ja hier die N271. Vergleichbar, denke ich mal, wird das sein, dass das bei uns eine als Bundesstraße ausgewiesen ist, denke ich mal. Ja, okay, dann habe ich mich ein bisschen verfahren. Ich hätte
weiß ich nicht, ein paar hundert Meter vorher eigentlich abbiegen müssen. Habe ich aber irgendwie leider verpasst. Zum Glück habe ich dann noch hier einen Trampelpfad gefunden, weil später hätte mir das eigentlich nicht mehr viel genutzt. Das wäre sehr schade gewesen. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen westlich von einem schönen Waldgebiet. Ich hab der Sache jetzt so nicht so ganz getraut. Es gibt da viele Wege eigentlich in diesem Waldgebiet, wo ich jetzt hier unterwegs bin, was hier jetzt quasi zur Linken von mir liegt. Aber wie gesagt, in Komoot sind die nicht als Radwege ausgewiesen, auch in Google Maps schon mal gar nicht. Ihr seht immer mal, eingeblendet habe ich auch immer mal so ein paar Infos. Unten am unteren Bildrand, wo ich gerade bin, oder welches Örtchen oder irgendeinen Hinweis. Und ja, durch dieses Örtchen hier, Wellerlock mit 2 O oder Loi, so Wellerloi mit 2 O. Und nichts Schlimmes, wie ihr seht, kurz hinter dem Örtchen, also südlich davon, geht's dann, habe ich dann noch die Tour wieder durch den Wald gelegt. Zumindest so, weil der in Komoot auch wieder so ausgewiesen ist. Also von daher wieder sehr schön. Ja, und dann kommen hier, ich nehme mal an, das sind, bei uns gibt es das ja auch schon mal, aber selten, diese Wildtiergatter, glaube ich, wie auch immer. Und also landschaftlich einfach total schön, wie das hier jetzt so mit den Bäumen ist und die Wiese, so diese Heidelandschaft, also toll. Also ich finde das, ja, für mich ist das Heide. Ja, hier eine Schafherde natürlich. Denke mal, das sind hier auch in den Niederlanden die Landschaftspfleger, die man hier einsetzt. Und ja, weiter geht's. Jetzt hier ist nochmal dieses Gatter und ihr seht das Örtchen Oien. Das ist jetzt hier eigentlich an dem Punkt schräg gegen, beziehungsweise gegenüber, so auf der Höhe von, was so direkt quasi an der Maas ist, damit ihr so in etwa wisst. Ja, und dann biege ich hier auch ab wieder, um jetzt wirklich mal direkt runter zur Maas zu fahren. Hallo Maas, ich komme. Was allerdings bei der Planung, ihr seht die Pfützen schon, ne, bei dem Weg auch ein bisschen risikobehaftet war. Jetzt gerade, habt ihr gerade die Maas kurz gesehen. Ja, und ihr hört schon, das ist jetzt hier auch immer ein bisschen holprig. Rechts die Maas, wunderbar, wunderschön. Und jetzt muss ich tatsächlich mal anhalten, weil ich habe da nämlich meiner Meinung nach ein paar Graugänse gesehen. Ich nehme mal an, es sind ja eigentlich Überwinterungsgäste aus Russland, glaube ich. Keine Ahnung. Meine ich jedenfalls zumindest. Und ich denke mal, ein paar bleiben mittlerweile auch hier hängen und brüten hier. Wenn ich Ente wäre oder Gans, wie auch immer, ich hätte auch nicht Lust, dann wieder tausende Kilometer zurückzufahren. Ja, Bruckhuisen ist da auf der gegenüberliegenden Seite und hier gibt es dann auch eine Fähre. Also wer dann Lust hat, der kann dann auch mal rübersetzen und auf der anderen Seite ein Stückchen lang radeln, ne? Bis zur nächsten Fähre oder Brücke. Das ist dann auch keine schlechte Idee. Wobei, wenn man dann, so wie ich jetzt, nicht hier an der Maas weiterfährt, da gibt es dann zum Beispiel auch ein Beer and Aid Café, Herzog Jan Proverijk,
Pobary, so heißt er, oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls steht da gegenüber von diesem Restaurant oder Gaststätte Herzog Jan Brovary mit IY am Ende geschrieben. Und das ist, da gibt es tatsächlich eine kleine Brauerei. Ja, ihr seht, jetzt bin ich im Video schon hier kurz vor Arsen, beziehungsweise das Ortsschild war hier schon. Wobei ich, wie gesagt, ja versucht habe, so weit es geht, unten an der Maas lang zu radeln, aber das geht leider nicht immer durchgehend und außerdem wollte ich ja auch hier durch Arsen selbst fahren, weil eigentlich hier das im Innern, im Kern des Städtchen, ihr seht es, ganz nett geschmückt, also für die Einheimischen und für die Touristen. Es gibt auch eine Eisdiele und schöne Außengastro, wo man sich niederlassen kann, hier zu Linken zu sehen. Dann gibt es auch das Schloss Arsen. Da bin ich vor vielen Jahren auch schon mal mit meiner Frau drin gewesen. Aber das habe ich mir heute auf der Tour gespart. Zum einen habe ich mal geguckt, also die Zeit hätte ich jetzt auch nicht auf der Tour, oder mir wäre es zu lang geworden. Der Eintritt für einen Erwachsenen ist, glaube ich, um die 19,50 Euro. Also, naja, also wer es denn mag, der kann da gerne so viel Geld ausgeben. Hier zu Linken übrigens auch noch eine schöne Ausflugsgastro. Hab so das Gefühl, das ist so ein bisschen für die Einheimischen. Ihr seht, da sind auch große Parkplätze und sogar für Fahrräder schöne Einstellplätze. Und ja, dann verlasse ich hier die 30er-Zone und fahre dann wieder Richtung, schnurstracks Richtung Deutschland, aber auch nochmal wieder durch ein schönes Wald, kleines Waldgebiet. Ja, weil wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen Spargel eigentlich kaufen. Aber also wenn man jetzt meint, hier an der Stelle wäre jetzt die Grenze, der irrt. Die ist tatsächlich jetzt eigentlich nicht genau hier an dieser Stelle. Das kommt nämlich noch später. Hatte ich auch erst gedacht, als ich unterwegs war. Ich denke, das ist doch bestimmt die Grenze. Nee, ist er aber nicht. Sah aber irgendwie beeindruckend aus. Naja, also wie gesagt, ich hatte vor, weil Wahlbecker Spargel ist ja eigentlich bekannt und hier ist ja das Anbaugebiet hier. Das ist, genau, hier müsste jetzt eigentlich die Grenze sein, nach diesem, einem weiteren kleinen Waldgebiet. Und ja, wie gesagt, ich habe zumindest einen Spargelhof ausfindig gemacht, schon bei der Planung. Spargelhof Derksen nennt er sich. Hätte ich eigentlich auch mal nachgucken können. Die haben nämlich hier spargelhof-derksen.de. Hätte ich besser mal gemacht, denn jetzt kommt's. Hallo, kann man noch rein? Wir haben kein Spargel mehr, wir haben aufgehört. Oh, schade. Ich habe leider keine Spargel mehr da. Oh. Die Saison ist beendet. Ah, okay. Ja, das war natürlich für mich der Obergau, weil ich meiner Frau gesagt habe, ich guck mal, ich mache eine Türchen und guck mal, ob ich noch mal ein bisschen Spargel auftreiben kann, weil ich weiß, ne, eigentlich ist die Spargelzeit ja fast zu Ende. Risiko, aber ich habe es halt versucht und ihr habt selbst gehört, nix mehr. Ja, und hier nochmal ein Junge, der auch auf dem Rad unterwegs ist, wohin auch immer. Weil ich habe mich nämlich extra beeilt, weil die um 18 Uhr zumachten, laut Internet. Und ich war so 10 Minuten vor 18 Uhr an dem Spargelhof. Hätte ich mir ja doch noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Naja, gut, Pech
ist Pech, da kann man nichts dran ändern. So, jetzt bin ich hier auch wieder unterwegs, immer Richtung Osten, weil von Walbeck aus, wo der Hof da in der Nähe von war, geht es jetzt immer Richtung Geldern, weil ich wollte dann von Geldern aus wieder mit dem Zug zurück bis nach Krefeld. Ja, ich mache, wie ihr ja wisst, stelle ich euch hier immer mal so ein paar Touren vor, die man so in Kombi mit dem Zug machen kann, wenn man das 49-Euro-Ticket hat, also das Deutschland-Ticket. Auch wenn ich jetzt hier und heute mit dem Faltbike unterwegs bin, mit dem großen von Lobe, das 27,5 Zoll Fully Faltbike. Das ist echt klasse. Ich finde das echt super, so wie ich es mir auch updated habe. Bin ich sehr mit zufrieden. Toi, toi, toi. Hoffentlich bleibt es auch so. Und weil ich den Bahnhof in Krefeld nicht kannte, da sage ich gerade was. Ich mache nämlich eine Excel-Liste, wo ich die Bahnhöfe wegen den Aufzügen hier eintrage, ob die groß, klein, ob da ein großes Fahrrad reinpasst oder nicht. Also hier nichts mit vorne hochheben und so. Da habe ich wirklich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also ich musste das letztens. Ich musste das letztens nämlich mal wieder irgendwo mal wann machen. Da bin ich mit dem Bergamont, das ist auch ein 27,5 Zoll Fahrrad, unterwegs gewesen und da blieb mir dann nichts anderes über, als das Rad vorne hochzuheben. Und ich muss echt sagen, ne, also da muss ich dann vorne immer die Taschen abmachen und hinten das Schutzblech, das verbiegt sich dann, weil das dann auf dem Boden aufkommt. Also ziemlich große Kacke, das Ganze. Und es ist auch sehr anstrengend, das vorne hochzuheben, weil da ist dann auch der Akku schon vom Gewicht und überhaupt. Also das ist nicht schön. Und aus dem Grund, weil ich den Krefelder Hauptbahnhof noch nicht kannte und ich wusste, wie groß die Aufzüge da sind, habe ich vorsorglich mein Faltbike mitgenommen. Naja, ihr habt es ja gesehen am Anfang, ne? Dann brauche ich nur immer den Verschluss aufmachen, leicht etwas zu knicken und schon wunderbar passe ich in den kleinsten Aufzug hinein. So einfach geht das. Brauche ich die Taschen nicht abmachen, brauche nicht irgendwelche akrobatischen Verrenkungen machen und so weiter. Ihr seht, ich bin jetzt auch schon wieder angekommen hier an meinem Zielbahnhof, beziehungsweise zumindest den Zwischenbahnhof in Geldern, von dem aus ich jetzt hier zurückfahren möchte Richtung Krefeld. Da kommt er auch schon, was mich ja ein bisschen angenehm überrascht hat, war die Größe. Ihr seht hier links Fahrradsymbol auf dem außen drauf und da habe ich gedacht, da ist ein riesen oder ein schön großes, gutes Fahrradabteil, aber mitnichten. Also ich stand da irgendwie halb im Gang, weil da nämlich eine riesengroße Toilette war. Also von daher nicht so toll. Ja, ihr habt gesehen, wie das da im Gang oder im Durchgang fast stand. Ich bin jetzt hier in Krefeld Hauptbahnhof angekommen, muss jetzt nochmal mit dem Aufzug runter, was ja dank meines Faltbikes kein großes Problem ist. Ja. Ausgang zu den Bussen, Bahnen und Taxis. Ja. Ich würde sagen, erstmal wieder raus hier aus dem Aufzug. Ziemlich laut hier.
ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen hoch ganz besonders freuen und ein Abo natürlich auch. Und sage Winke, Winke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.